Okay, wenn das gerade die Geräusche waren sozusagen, dann können wir uns eigentlich wieder den Hörschutz weglegen. Du hattest, glaube ich, einen Megaschlag, genau. Du hattest irgendwas, eine Tatze, genau. Trotz Tatze hattest du. Und auch du hattest einen Megaschlag. Jetzt haben wir auch schon wieder einen Gegner hier. Na ja, gut. Hallo. Geh jetzt dahin. Maja. Ich will jetzt nicht herumschimpfen, aber du gibst echt allen Grund dazu. Geh darüber. Maja, gut, du bist hier. Dankeschön. Da. Ja, toll. Haut die Mücke natürlich nach da ab, jetzt wo er hier drüben steht. Na ja, gut. Lässt sich ruhig ändern. Mücke. Bevor sie anfängt zu nerven, zu stechen und das juckt dann wieder und das nervt dann im Schlaf. Zack, zack, kaputt. Oh, 112. Ankorken, mit Katze bist du echt zu was zu gebrauchen. Weiter geht's. Lass mich raten, jetzt wieder jetzt alles voll mit Monstern. Jetzt, wo dieses blöde Vieh nicht mehr da ist. Nee. Tatsächlich ist niemand hier. Auch schön. Komm, geh hoch. Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt auch für den anderen Dungeon keine Krabbe. Ich meine, ich will es ja kaum zu hoffen wagen, aber mein Gott, ich will es ja kaum zu hoffen wagen. Das ist ja hochtönern ausgesprochen. Hier rum, da lang, ja genau, hier hoch, glaube ich. Nein, nein, hier hoch. Damit meine ich hier hoch, also nicht da hoch. Ihr versteht? Ich verstehe zumindest, es reicht mir. Hierhin will ich. Zur Mücke. In die Schlacht. Das stelle mir auch sehr lustig vor, wie eine riesige Armee auf Reitern in die Schlacht reitet gegen eine Mücke. Hier, nimm das. Chaosmücke. Komm, zieh an, Maja. Du hast echt Probleme mit allem, oder? Also jeder Kiesel, der dir im Weg liegt, der könnte schon wieder deinen ganzen Weg beeinflussen. Und zwar hauptsächlich dadurch, dass du dich umdrehst und wieder woanders hinlaufen willst. Naja. Bist ja eben noch klein, nicht wahr? So, bei dir zwei Balken, das müsste reichen. Vor mir mit irgendeinem Dreierschlag des einen Käfer direkt auszunehmen. Ich hoffe, es funktioniert auch, wenn er trifft. Kaputt. Schön. Da. Mensch, 9000 Gold. Was soll ich mit dem ganzen Geld anfangen? Und Krabbe? Ach, Moment, das war hier oben. Eins geht noch hoch, oder? Nee, keine Krabbe. Wunderbar. Können wir direkt zum Bone Circle Village gehen wieder. In Hoffnung, dass es diesmal klappt, weil die Geräusche jetzt weg sind. So, hier am Rand lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, Terra 7 ist unglaublich unübersichtlich. Also man bräuchte eigentlich noch eine Karte von der Weltkarte. Gibt's leider nicht. Also auch im Originalspiel, was ich auch gekauft habe, tatsächlich noch eine schöne große Pappverpackung vor vielen, vielen hundert Jahren, gibt es keine Karte von Terra Core, was sehr schade ist. Hätte man echt gut gebraucht, vielleicht so ein kleiner Plastikloos oder sowas in der Special Edition. So, wir probieren es nochmal. Ah, scheint besser zu sein. Hallo? Hey, der Ufer. Was ist das? Die Leute, die russisch rückwärts sprechen, wie schön. Ich will nicht wissen, was die Leute alles sagen. Ich glaube, sie trauen uns nicht. Das ist wahrscheinlich ein Scherzentwickler, was die da so alles labern. Tada! Nun könnt ihr euer Gefängniswesen sehen. Während ich dir irgendwelche Kinnhaken gebe. Ich glaube, wir haben ihnen jetzt bewiesen, dass wir ihnen helfen wollen. Wir sind wahrscheinlich die einzigen Fremden, die jemals so mit ihnen kommuniziert haben. Vielleicht lassen sie uns jetzt durch. Ja, das hoffe ich doch. Geh weg. Hallo? Darf ich wieder steuern? Ja, wunderschön. Und auf geht's ins Bone Circle Village. Ja, super. Konnte ich mal ganz toll, ganz lange steuern. Ich durfte einfach kurz reingehen. Super. Willkommen, Fremder. Du kannst ja sprechen. Sie sprechen unsere Sprache? Wo sind die anderen Dorfbewohner? Fort!
genommen als Sklave. Kurieren, SK? Okay, dankeschön. Nicht, dass du irgendwas gesagt hättest oder so. Okay, hier. Wie kann ich die Ruinen im Moderwald unbeschadet durchqueren? Unmöglich. Nur wenn Anderlast helfen. Ja, du bist doch ein Anderlast. Hast du Schiffe der Welten gesehen? Die Welten haben ihr Volk mitgenommen, nicht wahr? Fremde, viele mitgenommen. Du Feind? Ein Feind der Welten? Ganz bestimmt sogar. Aber wir wissen nicht, wie wir sie finden sollen. Unser stärkster Krieger hilft. Euch bringt hin und Anderlast zurück. Badu hilft euch kommen zum Fremden. Hilft euch Fremden töten. Ja, Badu. Danke. Wunderbar. Und Badu ist mehr oder weniger auch, ich glaube, auch einer unserer stärksten Krieger, sogar noch vor Runner. Kann man mit dem noch ein bisschen reden. Aber er ist langsam wie sonst was, wie Hulle. Hier gibt es nur wenige Gebäude. Wir verlassen altes Dorf vor langer Zeit. Bleiben hier als Höllengott. Altes Dorf angegriffen. Kralle von Gott immer noch in altes Dorf. Und wo ist das? In Moderwald. Nicht hingehen. Großer Wald, Gift für Fremde. Braucht Helme. Sie meinen Gasmasken? Ja, aber die brauchen wir erst später. Aber wir auch später hin wollen, wenn die Gegner viel zu stark sind. Den Fremden von den anderen Schollen vertrauen? Vertrauen euch. Guter Anfang, oder? Immerhin, ja. Grüße aus Wind City. Ich bin Corgan von den Sieben Winden. Stets zu Diensten. Gut. Willkommen. Geiles Gespräch. Sie waren wahrscheinlich schon vor Jahren hier, zur Zeit des Krieges. Arme, weg. Und doch nicht weg. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du Penner. Ja, auch das war ein schönes Gespräch. Gut, wechseln wir gleich an Badu in unser wunderschönes Team ein. Hallo Badu. Wer kann weg? Du bist Level 15, du bist Level 17. Eigentlich kann Corgan weg. Genau. Und Badu darf mit rein. Kann man dir schon irgendwas Gutes tun an Ausrüstung? Er hat diese coolen beiden Messer. Er hat diese beiden coolen Messer so rum. Du hast noch nichts zum Anziehen. Heute haben wir nichts Besseres. Zack, Klinge haben wir nichts Besseres. Schnüre haben wir nichts Besseres. Das. Super. Auch nur den üblichen Mist. Hier in dem Silberklee. Das kriegt jeder Anfänger bei uns. Das ist so eine Art Gimmick. Braucht keiner. Kann man hier noch irgendwas machen? Gucken wir uns noch ein bisschen im Dorf um. Mal in die Hütte reingehen vom Chef. Hier ist nichts. Super. Mit dir reden. Okay. Ja, sag ich doch auch. Weil du kannst echt mit dir reden, oder? Okay, hier gibt's nichts. Gibt's keine Kiste hier oder irgendwas Schönes? Mal zum Schnuckeln. Vielleicht einen schönen Trank. Wir haben eben schon zwei gebraucht. Von diesen komischen Heil 200 GP bei allen. Na gut, Häuptling, hast du noch irgendwas zu sagen? Vor allem zu Badu. Hier. Ja, das ist immer klar, seht Leute, ne? Also, habe ich euch schon immer gesagt. Und wir befolgen nicht die Anweisung von den Leuten hier. Was ist das hier eigentlich? Was stellt diese Schnitzerei dar? Das ist eine gute Frage. Sieht aus wie das Wesen, das Gemmas Festung bewacht. Der Höllengott! Fremde befreiten ihn vor vielen Jahren. Ja, die Ankarana und die Djinnen? Ja, sie gruben zu tief. Höllengott kam aus Kur und zerstörte alles. Zerstörte Dorf. Wir kamen hier. Kralle von Höllengott. Immer noch in altes Dorf. Höllengott lebt in Lava. Hitze nicht schaden. Vorsicht. Wo ist dieses alte Dorf? In Moderwald. Achso, ja. Nicht hingehen. Das hatten wir schon. Gut, ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Ich frage mich gerade, was wir überhaupt noch machen sollen. Ja genau, wir können in diesen Moderwald gehen und die Ruinen besuchen. Aber nein, warte mal, ich werde, glaube ich, erstmal nach Terra 4 fahren, fliegen auf den Weltmarkt und dem lieben Badu mal ein bisschen was Schönes kaufen. Also, er hat ja nur ganz, ganz beknackte Waffen gerade. Und auch nur einfache Häute und einfache Feldräder. Von daher soll es mal losgehen. Wo soll's hingehen? Auf den Markt.
So. Kann man denn ja schon hier irgendwas Gutes tun, lieber Baldu? Und zwar, du bist auch ein Händler, genau. Kann ich sie... Ja, werden wir sehen. Ein Chormesser. Wunderbar. Bringt alles runter und Chor um 5 hoch. Super. Nimm lieber die Zackenklinge. Oh, die hast du schon. Power-Motor kannst du nicht tragen. Was kannst du überhaupt? Sag mal. Ach stimmt, Baldu ist ja so ein ganz naturverbundener Freund hier. Der überhaupt nicht davon gebrauchen kann. Was darf's denn sein? Ja. Alles nichts für den lieben Herren hier. Super. Naja, vielleicht können wir dir wenigstens eine bessere Rüstung und bessere Schuhe besorgen. Wenn du schon Probleme damit hast, irgendwelche besseren Waffen gekauft zu bekommen. Oder vielleicht kriegen die, ist das Level noch nicht hoch genug von uns, dass wir das machen können. Welches Level bist du eigentlich? Badu, bist Level 14. Ja, das reiht sich doch ganz gut ein. Das passt doch. Ich glaube, im Rotlichtviertel gab es noch ein, zwei Geschäfte, wo wir was machen konnten. Genau, die alte Dame mit dem, die Potion-Oma und die andere recht leicht bekleidete Frau. Schaffen wir es noch in dieser Folge? Ich glaube fast nicht. Rotlichtviertel. Ich mache mal hin. Laber nicht ganz so viel. Komm, geht jetzt da hoch. So. Hi. Ja, ja, ich sehe mich ruhig um. Hier, Badu. Das. Kannst du alles nicht gebrauchen. Aber hier, Kriegshaut, Antikhaut, wunderschön. Antikhaut macht seine Rüstung um 13 hoch und deine Kriegshaut auch. Dafür deine Schnelligkeit runter. Gut, einmal das. Und, Gepard. Schnelligkeit erhöhen, das ist ganz gut, das kannst du echt gebrauchen. Und Armor erhöhen um 1. Okay, um 2. Das. Gut, wir nehmen noch einen Feldschuh dazu. Wunderbar. Und ich beende hier gleich die Folge. Ich beende jetzt die Folge. Bis dann. Tschüss.